Seit 1908 TV direkt vom Trainingslager des LASK in Siede. Wir melden uns heute mit zwei halben Testspielen. Die ersten 45 Minuten bestreiten unsere Jungs gegen den FAFAC. Im Tor mit Jürgen Huber, in der Verteidigung Stadelbauer, Lukanidas, Stankovic und Bachler. Das Mittelfeld bilden Schröger, Freudenthaler, Karatas, Wager und Hammerer und im Sturm Florian Tempel. Die Favoriten derzeit auf Platz 8 in der Wiener Stadtliga. Wir gehen gleich in Minute 22, da gibt es eine Doppelchance. Es ist Varga auf der linken Seite, der kämpft sich durch, der Ball kommt zu Benjamin Freudenthaler, der flankt und da steht Markus Hammerer ideal. Der Tormann kann parieren, Florian Tempel setzt nach, der Ball kommt erneut zu Hammerer und ein Verteidiger klärt zur Ecke. Das wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit aufs 1:0 gewesen. Wenige Minuten später, in Minute 26, ist es Mario Buric, der ist in der Zwischenzeit für den angeschlagenen Schröger gekommen. Der bringt den Ball ins Spiel, Attila Varga fasst sich ein Herz, zieht ab, aber der Tormann hält diesen Ball sicher. In der 32. Minute gibt es wieder einen Weitschuss, aber diesmal auf der anderen Seite ein ungeschickter Ballverlust im Mittelfeld, ein roter auf und davon und auch er fasst sich ein Herz und Jürgen Huber kann diesen Ball gerade noch über die Latte drehen. Wir sind in Minute 39, eigentlich die Favoriten im Angriff, doch dieser Ball wird abgefangen und dann geht schnell über Buric und Varga landet der Ball an der Seitenoutlinie bei Hammerer. Der spielt einen schönen Doppelpass mit Bachler, setzt sich noch gegen einen Verteidiger durch, bringt den Ball dann auch zur Mitte und Benjamin Freudenthaler ist mit den Zehenspitzen dran, doch leider geht der Ball am langen Eck vorbei. 45. Minute, kurz vor Schlusspfiff, eine letzte Chance. Noch einmal wird nachgesetzt. Es ist Attila Varga, der leider knapp zu spät kommt vorm Tormann. So bleibt es nach 45 Minuten beim 0:0. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Und dann hieß es für uns richtig schnell sein, denn der LASK wechselte in Halbzeit 2 nicht nur den Gegner, sondern auch den Platz. Die Partie gegen den FC Balzers aus Liechtenstein ließ Trainer Karl Dachsbacher folgende Elf bestreiten. Im Tor Strobel, in der Verteidigung Klapp, Hieblinger, Berry und Takunadi. Im Mittelfeld Buric, Kovacic, Blutsch und Kogler. Und im Angriff, wie gewohnt, Fabiano und Vujanovic. Wir sind schon in Minute 22. Markus Blutsch richtet sich den Ball zum Freistoß her, bringt ihn gefühlvoll zur Mitte. Dort steht Vujanovic, doch das Einzige, das ein Tor verhindert, ist die Stange. Das wäre die Chance aufs 1:0 gewesen. In der 28. ist es wieder Blutsch beim Freistoß. Er bringt den Ball in die Mitte, doch die Liechtensteiner können klären. Sie rücken aber zu wenig auf und somit ist gleich wieder der LASK im Angriff. Eine weite Flanke in den Strafraum und diesmal steht Vujanovic goldrichtig und er trifft zum 1:0. In der 43. Minute fällt aber doch noch der Ausgleich. Die Linzer spielen aus der eigenen Verteidigung heraus. Fabiano bleibt hängen an der Nummer 3. Der macht einige Schritte, zieht ab und trifft vorbei an Alex Strobel. Genau, ins Eck und ins Tor. Damit entstand FC Balzers gegen den LASK 1:1. Wir haben nach diesem Match noch mit Co-Trainer Christoph Mützel geplaudert und ihn gebeten, diese beiden Spiele für uns zu analysieren. Christoph, im Vergleich zu den letzten beiden Spielen war das heute ein bisschen weniger. War das Training so anstrengend heute Vormittag? Ja, auf jeden Fall. Wir haben heute eine sehr harte Einheit gehabt am Vormittag. Ich glaube, das war die härteste, bis wir jetzt gehabt haben. Und nachdem, dass wir jetzt da schon einige Tage da sind, wird das immer intensiver und die Müdigkeit ist drinnen. Und darum ist jetzt das Spiel rausgekommen. Ich muss sagen, es war nicht so, dass man sagt, das war irgendwie so schlecht oder was, sondern es war einfach, die Müdigkeit ist drinnen bei den Spielern. Und das ist auch ganz normal jetzt. Heute haben wir einen Donnerstag und das ist ganz klar. Was steht die letzten beiden kompletten Trainingstage jetzt bei euch noch am Programm? Ja, wir werden jetzt dann wahrscheinlich nur spielerischer Hinsicht und taktischer Hinsicht. Morgen haben wir zwei Einheiten, am Samstag Vormittag haben wir noch eine Einheit und Nachmittag haben wir dann das Spiel gegen Spartak Moskau 2. Und dann werden wir schauen, auch abhängig von den Spielern, wie es bei uns sind, dann auf das werden wir dann reagieren und dann werden wir entscheiden, was wir noch einbauen und was wir weglassen. Das werden wir dann noch
besprechen. Alles Gute, Christoph, danke.